Hallo zusammen, willkommen zu meinem Dark Souls 2 Let's Play. Dark Souls 1 haben wir ja schon durchgespielt. Das New Game Plus müsste separat jetzt dazu am Laufen sein, um noch ein bisschen mehr aus der Story rauszukitzeln und ein paar Secrets zu finden und so weiter. Aber ich möchte jetzt auch mit dem zweiten Teil weitermachen. Denn es ist einfach noch viel mehr Story, die teilweise auch mit dem ersten Teil verknüpft ist, so wie ich das verstanden habe. Das Spiel habe ich allerdings schon gespielt. Also einmal im Stream, beziehungsweise zweimal, glaube ich sogar im Stream. Und auch recht lange privat. Ich werde aber trotzdem versuchen, das Ganze möglichst distanziert zu betrachten und nicht sofort zu sagen, ah, okay, da kriege ich jetzt Ausrüstung A, laufe ich dahin, dann kriege ich Ausrüstung B, laufe ich dahin und das so irgendwie zu optimieren. Sondern ich versuche das Ganze schön Schritt für Schritt aufzudröseln. Also ein Gebiet nach dem anderen, möglichst viel abdecken, den Charakter möglichst gut ausbauen und nach die ganze Story rauszufinden. Also ja, starten wir ein neues Spiel. Also erstmal starten wir das komische Menü-Ding hier. Weil diesmal ist es auch online. Also bei dem Dark Souls 1 Let's Play war es ja zwangsweise offline gewesen bei mir, weil ich in den Einstellungen irgendwas kaputt gemacht habe. Und am Ende fand ich es dann auch ganz gut, weil ich in Ruhe spielen konnte. Zu Dark Souls 2 gehört der Online-Modus auf jeden Fall dazu. Weil es gibt wesentlich mehr Nachrichten, weil die Community halt wesentlich aktiver ist. Es gibt wesentlich mehr PvP, was ganz schön interessant werden könnte und frustrierend. Und allgemein ist die Interaktion mit den anderen Spielern wesentlich näher dran. Denn man sieht die anderen Spieler auch. Also quasi Geister, die rumhuschen. Das ist voll cool gemacht. Aber wir hätten jetzt gerne ein neues Spiel. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? This is Anolondo. But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why.
breath drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. Is your fate, the fate of the cursed. Okay. Also allein darüber könnte man jetzt schon eine Viertelstunde, eine halbe Stunde reden, denke ich. Aber kurz zusammengefasst. Wir sind vermutlich nicht der Charakter aus dem ersten Teil. Wir sind ein normaler Mensch, der eine Frau hatte und ein Kind und der dann gebrandmarkt wurde. Und dann waren seine Frau und sein Kind nicht mehr da. Wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht, ob er sie umgebracht hat, ob er sie verlassen musste, um sie zu beschützen oder sonst irgendwas. Wir wissen nur, dass er sie auf eine Reise gemacht hat. Zu der Hexe. Oder dass er einfach unterwegs war und die Hexe getroffen hat. Und sie hat ihn dann so in die ungefähr Richtung geschubst, in die er gehen muss, um was auch immer zu tun. Also er hat sich jetzt runtergestürzt in einen Strudel im Wasser. In einen Seelenstrudel. Und da er gebrandmarkt ist mit dem Zeichen des Untoten, sobald er stirbt, in Anführungszeichen, wird er bei einem Leuchtfeuer wieder erwachen. Hier ist kein direktes Leuchtfeuer, aber es sind Wesen in der Nähe, die zu einem Leuchtfeuer gehören. Also kann es gut sein, dass er sich eben gerade im Intro umgebracht hat und jetzt hier am nächstgelegenen Leuchtfeuer aufwacht. In dieser zerschundenen Gestalt, die er jetzt ist. Oh, macht Sinn soweit. Gucken wir mal. Und hier vorne haben wir einen Spalt in der Erde. Also wir sind unterirdisch. Irgendwo sieht man auch einen Stalaktiten hier. Recht massive sogar. Und Knochen und Viecher. Diese Viecher werde ich nicht angreifen. Den Fehler habe ich im Stream schon gemacht. Weil wir sind momentan noch kein ganzes Wesen. Also wir konnten uns noch nicht aussuchen, was für eine Klasse wir sind. Wir konnten noch nicht aussuchen, welches Geschlecht wir haben. Wir sind einfach nur ein Stück Fleisch, das jetzt Richtung Licht torkelt. Und das hier sieht sehr lichtig aus. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. Mhm. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? Die Hexe oben, ja. You're finished. You'll go hollow. Yes. You will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Hier sind mir sowas von unsympathisch. What is your name? Was ist mein Name? Mein Name ist... da. Talana. Jupp. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Think it's supposed to be. Think back
deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Das ist jetzt ein wenig komisch. Wir haben ja eine Frau und wir haben ein Kind. Und wir sind eine Frau? Also ich habe vor, eine Frau zu spielen, deswegen sollten wir erstmal den Körper ändern. Weil ich würde gerne hier in Dark Souls 2 zur Abwechslung mal keinen Nahkämpfer spielen, sondern halt einen Zauberer. Und ein männlicher Zauberer finde ich immer so ein bisschen komisch. Da spiele ich lieber gleich eine Frau. Das ist soweit okay. Das Gesicht. Die Gesichter sehen alle nicht gut aus. Also weder von Männlein noch von Weiblein. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Wenn es ein Dark Souls 3 gibt, bitte an sowas arbeiten. Ja, also man kann auch von Hand das einstellen. Aber das dauert, ne? Ewigkeiten. Ich wüsste auch nicht, wie genau ich daran rumbasteln müsste. Das heißt, ich nehme dann wahrscheinlich doch lieber eins von den Vorgefertigten. Und da kommt eigentlich fast nur sie in Frage. Ändere dann die Haare, dass es ein bisschen passt. Und dann soll das Ganze am Ende Talana werden. Also Talana habe ich ja schon recht vielen Spielen gespielt. Und sie ist meistens ein etwas düsterer Charakter, der auf die eigene Entwicklung aus ist, also sich durch Macht weiterzuentwickeln, auf magischem Wege teilweise. Und genauso wird es hier auch sein. Und das könnte zu Talana passen. Es gibt viel zu wenig Haare. Und sie hat so große Ohren. Also nimm das, wo man die Ohren nicht sieht. So. Das da, Haarfarbe ist bei Talana schwarz. So. Augenfarbe. Oh, das ist jetzt peinlich, wenn man die Augenfarbe von einer Frau nicht kennt. Vor allem, wenn man länger mit ihr zu tun hatte. Was, du weißt nicht, was für eine Augenfarbe ich habe. Wie kannst du nur? Es ist grau, grün, blau gespunktet. Was ist die Augenbraunfarbe? Die sollte auch schwarz sein. Augenfarbe? Das sieht creepy aus mit weiß. Gold hätte ich gerne, aber das hier ist irgendwie so gelblich. Nee. Lila, rötliches Overkill. Das sieht okay aus. So ein dunkleres Grau. Okay. Tattoos und so Zeug will ich nicht. Nein. Was ist Opacity? Ich sehe nicht wirklich eine Veränderung. Lass sie einfach mal in der Mitte. Ja, ist okay. Wie gesagt, nicht perfekt, weil ich keine 3-4 Stunden mit dem Gesichtsdingens da arbeiten möchte. Aber es passt. Es passt zu Talana. Der Körper ist eh nicht so wichtig für sie. Sie wird eh eine Robe später tragen, mit Kapuze und allem, denke ich. Und allgemein ist der Körper für sie unwichtig, sondern eher, was sie in ihrem Oberschiebchen hat. Und was für Magie in ihr innewohnt. Körper. Könnten sie ultra muskulös machen, aber nee. Nee. Bisschen dünner vielleicht. Ja, auch hier gibt es nicht so wirklich viel Auswahl, weil die meisten davon sehen einfach lächerlich aus. Vor allem ist es physikalisch unmöglich, so auszusehen. Aber okay. Nehmen wir Standard nur ein bisschen dünner. So, Klasse. Krieger, Ritter, Schwertkämpfer, Bandit, Kleriker. Könnte auch ein böser Kleriker sein, aber nee. Sorcerer, Explorer und Deprived. Deprived ist Nakidai und hat dafür einen, ich wiederhole, einen Attributspunkt mehr als alle anderen Klassen. Dafür startet er mit Level 1 und ist nackt. Also es bringt fast gar nichts, Deprived zu spielen. Ich hatte mir gedacht, es ist eine schöne Herausforderung, vielleicht das damit zu machen, aber es bringt fast gar nichts, also wozu? Selbst als Hardcore-Gamer macht das fast keinen Sinn. Also spielen wir eine Sorceress, die startet gleich auf Level 11, hat dementsprechend ihre Attribute ein bisschen anders verteilt und
hat als Vorteil gegenüber dem Deprived, der wirklich für nichts deswegen gut ist, der Deprived hat überall 6. Wenn wir jetzt einen Sorcerer spielen, hat sie von vornherein ihren Glauben zum Beispiel auf 4. Das heißt, sie hat da 2 Punkte gewonnen, die sie niemals steigern wird. Würden wir jetzt einen Deprived nehmen, wodurch wir 1 Punkt mehr bekommen, können wir aber nicht unter die 6 kommen. Dadurch haben wir dann wieder 2 verloren. Also, ja, ich mag den Deprived hier nicht. Also das Konzept, das hätten sie wesentlich besser machen können. Also, wie spiele eine Sorceress? Knowledgeable Sorceress casts Sorcery with High Intelligence and Attunement. Okay. Und falls ihr euch fragt, warum ich auf Englisch spiele, es gab bei Dark Souls 1 zu viele Übersetzungsfehler. Und die will ich jetzt nicht wieder haben. Ich will das Spiel so spielen, wie es vorgesehen ist. Und ich übersetze dann die Stellen, die ich finde, die wichtig sind für euch auf Deutsch, falls ihr es denn braucht. Aber als Gamer sollte man heutzutage eigentlich fließend Englisch können. So, genug geklugscheißerst? Gift, was hätten wir denn gerne? Lebensring ist am Anfang praktisch für mehr Lebenspunkte. Human Effigies bekommt man nicht so viele, aber man bekommt welche. Die Human Effigies lösen übrigens die Menschlichkeit ab aus Dark Souls 1. Wenn ich mich recht erinnere, gab es hier keine Menschlichkeit zu finden, sondern nur die Human Effigies. Die machen genau das Gleiche. Ah nee, machen sie nicht. Haha, das war ein ganz anderes Konzept hier. Okay, hier, wenn man stirbt, wird man hollowed. Also man wird einer von den Viechern, die man in Dark Souls 1 nicht werden konnte, weil es die Menschlichkeit gab. Und man verliert maximale Lebenspunkte. Wenn man nochmal stirbt, verliert man noch mehr maximale Lebenspunkte. Das geht dann immer weiter runter, bis auf 50% waren das, glaube ich. Das ist schon recht garstig, wenn man dann rumläuft und nur 50% leben. Und die Human Effigies sorgen dafür, dass das Ganze wieder zurückgesetzt wird und man wieder maximale Lebenspunkte hat. Also verbraucht man die schon ganz gerne. Heilzeug brauchen wir nicht wirklich, wir sind Fernkämpfer. Heimkehrknochen, nee. Seed of a Tree of Giants. Kann man nicht essen, weiß am Anfang nicht, wofür es ist. Bonfire Aesthetic. Das werde ich nehmen. Das werde ich sowas von nehmen. Das ist dafür da, dass man in ein Leuchtfeuer das reinwirft und dadurch wird das gesamte Gebiet, in dem das Leuchtfeuer ist, auf New Game Plus gestellt. Und wenn man dann noch eins benutzt, auf New Game Plus Plus. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen kriegt man mehr Seelen, weil es halt schwieriger ist. Zum anderen, wenn man recht häufig, und das ist eine extra vage Definition, wenn man recht häufig Gegner umbringt in einem Gebiet, spawnen sie nicht mehr nach. Ich glaube, der Standard sind 12 bis 15. Es gibt aber auch Gebiete, da tötet man nur 3-mal einen Gegner, dann spawnt er schon nicht wieder nach. Und damit kann man halt das erzwingen, dass alles einmal neu spawnt. Das ist vor allem sehr wichtig, wenn man bestimmte Sets zusammenfarmen will. Also ja, und da gibt es noch ein Petrified Something. Das könnte man benutzen, um bei diesen komischen Vögeln, das ist ein kleines Nest, die immer warm, warm, soft, soft sagen, die gab es ja auch schon im ersten Teil, da kann man das Ding reinlegen und bekommt dann zufällig etwas ab. Und ich mag zufällig nicht. Also nehmen wir das Bonfire Aesthetic. So, also Sorceress, Bonfire Aesthetic, schwarze Haare, Sorceress, alles gut. Finalize. Das ist dein wahres Selbst. Ja, okay. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Ich will die schon wieder erschlagen. You never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Es sind so eine unsympathischen alten, verbitterten Frauen. Das ja, und falls ihr euch wundert, warum ich sie erschlagen wollte, weil zum einen sind sie halt, so wie sie sind, Arschlöcher. Kann man nicht anders sagen. Und zum anderen hatte ich sie im Stream, im ersten, auch erschlagen. Genau wegen dieser Tatsache. Sie helfen einem nicht wirklich. Ja, sie geben einem eine Human Effigy. Aber das war es dann auch schon. Die hätten wir auch hier irgendwo finden können.
Und sonst machen sie sich nur über einen lustig und versuchen einem die Hoffnung zu nehmen und was weiß ich. Also, ne? Nicht sehr nett. Du siehst schon viel netter aus. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Also ja, natürlich haben wir eine Geschichte, wie jeder eine Geschichte hat. Was uns allerdings wichtig macht, im Gegensatz zu den anderen, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass wir hier aufgewacht sind, wie wohl sehr viele vor uns auch schon. Und wir plündern mal das Haus. Wie sehr viele vor uns wahrscheinlich auch schon. Human Effigy. Genau, wir hätten gar nicht von den alten Frauen das bekommen müssen. Wir hätten einfach hier als Untoter durchstampfen und oben das plündern. Kann man hier noch was aufmachen? Nee, ne? Okay. So, wir haben Soul Arrows. 30 Stück. Das wird einer der Nachteile sein. Als magisch begabte Klasse. Wir haben nur begrenzte Anzahl an Schüssen. Und wenn die rum sind, dann müssen wir mit unserem Stab was machen. Der Stab... Ach du Kacke. Ich wollte gerade sagen, wir schaffen es ja mit dem Stab, so ein Ding kaputt zu hauen. Eine Fackel und einen Seelenhaufen. Gut. Ich muss mich auch ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen. Also ich habe das Spiel schon recht lang gespielt. Aber wenn man jetzt 190 Folgen lang Dark Souls 1 gespielt hat, dann ist es ein bisschen anders. So, hier haben wir Fackelstände, die man anzünden kann. Ich habe immer vermutet, dass es hier ein Secret gibt, wenn man alle anzündet. Aber ich habe das nicht gefunden. Ich werde trotzdem einmal komplett durchlaufen. Und eventuell auch alle einmal anzünden, aber nicht jetzt unbedingt gleich am Anfang. Man kann später auch jederzeit hier wieder hin zurück. Und ich mag jetzt schon Magier, genau deswegen. Kommt ein Gegner, oh, fast tot. Mache ich noch einmal den hier, um ein bisschen Zauber zu sparen und dann ist gut. Das hier ist übrigens ein Tutorial, das einem genau sagt, Dash, was er machen soll. Was ich auch recht gut gelungen finde. Also gab es in Dark Souls 1 auch. Und es wurde auch eigentlich fast alles erklärt. Aber hier ist noch ein bisschen ausgeprägter. Außerdem gibt es hier auch schöne Herausforderungen, wie zum Beispiel die Viecher da. Wobei, als Magier dürfen die gar nicht so schlimm sein. Aber als Midi-Klasse sind die garstig. Sind die einfach nur garstig. Was steht hier? Naja, wie man backsteppt. Mit dem Stab backstabben, das ist auch ein interessantes Konzept. Ja. Und ich könnte jetzt theoretisch die Fackel in die linke Hand nehmen. Problem ist allerdings, es ist nicht wie in Dark Souls 1 die Lampe zum Beispiel, dass die ewig brennt. Sondern sie hat eine begrenzte Anzahl an Zeit, die sie brennt. Und man braucht Fackeln später im Spielverlauf an manchen Stellen auch, um sich gut orientieren zu können. Weil die Spielwelt ist teilweise sehr verwirrend. Gerade wenn man in bestimmte sehr dunkle Gebiete kommt. Dann hilft es einfach, wenn man die Stellen, wo man schon mal war, durch Licht markiert. Und deswegen werde ich mir die Fackeln eher aufbewahren für genau solche Stellen. Sagst du? Backstep. Ja, der Backstep, der hat mir schon öfters das Genick gebrochen. Ah, ich backsteppe mal. Also ich roll mal weg nach hinten. Ups, da ist ein Abgrund. Kaputt. Du schießt deinen komischen Pfeil. Schießt deinen komischen Pfeil. So, schießt deinen komischen Pfeil. Ja, Kamikaze. Sehr gut. Life Gem. Und wie ihr sehen könnt, unten rechts sammeln sich schon ein paar Seelen an. Ist am Anfang halt nicht wirklich viel, wenn man das mit dem Ende von Dark Souls 1 zum Beispiel vergleicht. Aber, ne, Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn man hier das Tutorial einmal komplett durchmacht, kommt schon ein bisschen was zusammen. Und hier sind sie. You, you, give it, Moose. Mhm. Yes, you. Give us Silky. Die beiden gab es auch in Dark Souls 1 im Tutorial schon. Auch wenn ich sie da übersehen habe und erst beim zweiten Besuch gefunden habe. Und es ist auch wesentlich besser gelöst hier. Also in Dark Souls 1 musste man die Sachen auf den Boden schmeißen,
dann den Speicherstand aufhören, also musste rausgehen aus dem aktiven Spiel, musste den Speicherstand neu laden und dann lag auf dem Boden was anderes. Also, das ist, ja, da würde ich so nie drauf kommen. Hier in Dark Souls 2 schmeißt man es einfach auf den Boden und eine Sekunde später liegt dann der andere Gegenstand genau an der gleichen Stelle und man kann ihn aufheben. Das heißt, hier werden wir späterhin nochmal zurückkehren, wenn wir ein paar Sachen dafür haben. Ich glaube, man könnte jetzt schon die Live-Games dafür hinschmeißen, aber nö. Das war nicht gut. Ich hatte gerade A gedrückt, weil ich runterrutschen wollte. Quatsch, nicht A, sondern B, weil ich glaube, B war es in Dark Souls 1. Wie rutsche ich hier runter? Ja, das ist Hauen. Ist aber noch Hauen. Ah. Gedrückt halten, okay. Nicht kurzfristig tappen, die Taste, sondern gedrückt halten. Wenn du tappst, fällst du runter und kriegst sehr viel Schaden. So, also da hinten waren wir drin, hier waren wir noch nicht drin. Nebelwände sind immer unheimlich. Aber ich weiß ja Gott sei Dank, dass hier im Tutorialgebiet erstmal kein Boss auf uns wartet. Weil ich würde mich schon gerne ein wenig in die Klasse einspielen. Also Fernkämpfer, Magier, was auch immer hier. Bevor ich irgendeinen Boss angehe. Denn das ist ein absoluter Unterschied. Normalerweise Schild hoch, geh ran, tänzel um ihn rum. Oh. Und jetzt halt sowas. Oh, das könnten wir auch noch das Genick brechen. Während man läuft, linken Stick reindrücken zum Springen. Ja. Das werde ich ändern. Das kann man in den Einstellungen was dann ändern, soweit ich das weiß. Und zwar Jump Control auf B. Denn es ist genauso wie in Dark Souls 1. Das heißt, wenn ich jetzt zwischen dem New Game Plus und Dark Souls 2 hin und her switche, was schon mal sehr verwirrend sein wird für mich, dann will ich wenigstens auf die gleiche Art und Weise springen können. So, jetzt springen wir rüber und stirbt nicht. Das war eine Rolle. Okay, während wir jetzt zurücklaufen, unseren Seelenhaufen holen, der da wahrscheinlich liegen wird, höchstwahrscheinlich liegen wird, werde ich ein wenig springen üben. Also da lang. Ich sollte es nur an solchen Stellen üben, wo ich auch nicht runterfallen kann, wovon es anscheinend nicht sehr viele gibt. Also lassen wir das und üben es hier drin in der Höhle gleich. So, du. Quatsch. Ja, du. Quatsch. Was machst du da? Ja. Auch sehr schön, dass die hier alle die Schwerter in der Hand haben, die ähnlich aussehen wie die, die man in Dark Souls 1 am Anfang hatte. Womit man nichts gerissen hat. So. Springen, okay. Also einfach B gedrückt halten, kurz tabben, also loslassen, tabben und dann weiter. Hä? Nicht gut. Also einer aus vier ist tödlich. Oh, es könnte am Stamina liegen. Ja, also einfach B tabben beim normalen Gehen. Ja, muss wirklich vorlaufen. Okay, also nochmal. Laufen, 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 laufen. Tab. Okay. Amber Herb. Was macht ein Amber Herb? Amber Herb. With deep amber color. Oh, das bringt einem Zaubersprüche zurück. Also wir haben ja momentan 30 Sprüche, die wir machen können, bevor wir wieder ein Leuchtfeuer aufladen müssen. Mit dem Amber Herb können wir davon welche wieder neu auffüllen. Das ist sehr praktisch. Ja. Oh, oh, oh. Und da ist noch eine Leiter, die man ganz schwer sehen kann. Da würde ich gerne als nächstes hin. Wir brauchen unbedingt eine Kapuze, weil sobald wir einmal gestorben sind, sind wir nicht mehr menschlich und sehen so aus. Das ist doch recht unheimlich. Und wir verpassen sehr viel von der Multiplayer-Mechanik. Denn wenn man menschlich ist, was man nur sein kann, wenn man vor so einem Human Effigy benutzt, soweit ich weiß, oder im PvP jemandem hilft und solche anderen Sachen, dann sieht man mehr Nachrichten auf dem Boden und kann auch andere Spieler herbeirufen und von denen herbeigerufen werden und so weiter.
Guard Break, linker Stick und... okay. Ach, Fallattacken werden uns erklärt und... Parry. Erstmal will ich dich da Fall attackieren. Ja, gib ihm. Prügel, Prügel. Oh. Prügel. Und der Stab ist ein wenig zu langsam. Ich denke, ich werde gleich... Au. Auf das Messer wechseln. Ausrüstung. Ach, haben wir schon. Wie wechsle ich denn hier schnell die Ausrüstung? Genau wie in Dark Souls 1. Oh, ich kann damit aber nicht zaubern. Das ist nicht so gut. Deswegen hätte ich gerne das Messer in meiner linken Hand. Das heißt, mit L1 messere ich jetzt. Mit dem unteren linken messere ich, mit dem unteren rechten schlage ich, mit dem oberen rechten zauber ich und mit dem oberen linken messere ich schneller. Okay. Oh, was ist da? Ein Secret. Ah, nicht wirklich. Ja, Wände abklopfen. Wände abklopfen muss man hier in Dark Souls 2 so nicht mehr. Es reicht, wenn man vor einer Wand steht und den R spammt. Also ich muss nicht überall gegenhauen, wie im ersten Teil. Rein da. Und recht häufig wird vor den Wänden auch von anderen Spielern beschrieben, dass da ein Secret ist. Was halt recht nett ist. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die rumtrollen wollen und dann vor einer stinknormalen Wand schreiben, hier ist ein Secret, hier ist ein Secret. Aber das erkennt man dann meistens an der Bewertung. Weil diese Nachrichten, die ich jetzt auch bald hinterlegen könnte, die kann man werten. Und die werden dann halt meistens so gewertet, dass es dann auch Sinn macht. Also wenn es ein sehr guter Troll ist, kriegen die teilweise auch Daumen hoch sozusagen. Aber sonst, die dem Spieler voranbringen, kriegen meistens eine gute Bewertung. Das heißt, man kann sich schon recht gut an denen orientieren. So, hier müssen wir gleich den... Wow, falsche Taste. Hier benutze ich ruhig mal zwei Zauber. Zack. Ja, okay. Mit dem Stab gegenhauen bringt nichts. Da muss der Schuh her. So. Da war noch jemand, den ich anspringen konnte. Du. Au. Na. Gut. Ist schon der zweite Tod und das im Tutorial. Das will was heißen. Aber hey, im ersten Dark Souls Tutorial bin ich auch ein paar Mal gestorben, oder? Obwohl, warte. Versuche mich zu erinnern. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, im Let's Play selber bin ich im Tutorial nicht gestorben. Oder wenn dann nur ein, zweimal. Aber das mag auch daran liegen, dass ich vorher schon ein bisschen Übung hatte. Jetzt bin ich hier schon seit einem Monat oder so raus. Oh, und da ist falsch. Wir müssen, glaube ich, hier rein. Ja. Allgemein finde ich auch Dark Souls 2 schwieriger als Dark Souls 1. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen wegen dem aktivierten Multiplayer. Weil man halt an jeder Ecke von PvP-Experten, die mal eben 50% mehr Seelenlevel als man selber hat, angegriffen werden kann, was einfach nur garstig ist. Und das ist eine viel bessere Taktik. Viel, viel bessere Taktik. Also ja, einmal deswegen, dann weil die Gegner nicht ewig respawnen, also man kann nicht hochgrinden, wenn man das gerne möchte. Macht das Ganze auch nochmal einen Zacken schwieriger. Und allgemein vom Inhalt her. Oh. Also man kann nicht mehr so leicht die Gegner austricksen wie im ersten Teil, wo man einfach ein bisschen hin und her straft und dann ist gut. Also ja, hier bei dem Bogenschützen geht das. Aber zum Beispiel die schwarzen Ritter im ersten Teil sind ein super Beispiel. Sobald man einmal raus hat, wie das genau funktioniert mit denen, geht man einfach nur noch seitlich und backstab die. Seitlich und backstab die. Das ist hier wesentlich schwieriger. Aber für uns eigentlich ist uninteressant, weil wir halt ein Zauberer sind. Und auch sonst. In Dark Souls 2 hatte ich wirklich Bosse, wo ich 10, 20 Mal gestorben bin. In Dark Souls 1 im Let's Play habt ihr ja selber gesehen. Gab's nicht. Ich glaube, das Maximum war 5 oder 6. Jo. Ein bisschen Sorgen mache ich mir darum, dass wir hier stationär sind, während wir zaubern. Also ja, als Nahkämpfer
war man auch stationär, gerade mit unserem Streitkolben auf unserem Kirogon-Char. Wenn man da gehauen hat, dann konnte man auch nicht irgendwie ausweichen oder so. Aber man hat wenigstens den Gegner dazu gebracht, dass er wegzuckt. Ich weiß nicht, ob unsere Zaubersprüche den Gegner genauso aus der Balance bringen, wie das Nahkampfwaffen tun. Keine Ahnung, müssen wir gucken. Ich teste mal, ob wir den da kaputt kriegen. Aha. Kommen wir da ran? Nee. Hier wartet nämlich eine Überraschung auf uns. Da ist nämlich noch einer. Ich glaube, ich versuche mal, den zu ködern. Ja, komm her. Oh. Okay, ich brauche mehr Platz, Jetzt kiten wir ihn einfach. Als Nahkämpfer wäre das ein absolutes No-Go gewesen, das Ding. Also ja, wenn man da... Oh. Kick den doofen Baum um, schnell. Schneller. Oh. Also wenn man schon lange Dark Souls 2 gespielt hat und dann einen neuen Char anfängt und dann hier ist, dann kann man den als Nahkämpfer wahrscheinlich auch ganz gut schaffen. Aber ich nicht. Ich nicht am Anfang. Ja. Aber hier, Fernkämpfer. Wir verbrauchen zwar tierisch viele Zauber. Und ich glaube, der passt nicht über die Brücke. Doch. Aber es geht. Und das gab mal eben richtig viele Seelen. Das heißt, 11 Pfeile für den da hinten reichen wahrscheinlich nicht mehr, oder? Hm. Aber was das für mich jetzt primär heißt, ist, dass wir auch ruhig mit diesem Char mal in schwierige Gebiete gehen können. Einfach nur, um schon mal Seelen abzugreifen. Kommst du hier hoch? Nee. Ich habe das Gefühl, die 6 reichen nicht mehr. Also ich muss gleich mit meinem Stab da raufhauen, oder mit dem Dolch. 2 noch. Au, sehr schön. Flupp. 2600 Seelen. Ja, ist definitiv wesentlich angenehmer als Magier. Zumindest jetzt am Anfang. Ich habe keine Ahnung, wie das später ist. Aber ich weiß, Kyrie hatte mit Victor zusammen ein Tech-Team gemacht bei Dark Souls 2 und sie war eine Magierin. Und sie meinte, sie macht später richtig viel Schaden. Auch an Bossen. Es ist ein Sargschiff. Erinnert euch das Gebiet übrigens an eine gewisse Stelle gegen Ende des Dark Souls 1 Let's Plays? Ja, mich auch. Nur dass die Bäume teilweise versteinert sind inzwischen. Aber was das hier mit auf sich hat, kann ich hier im Wasser lang gehen? Ich will jetzt nicht instant gleich sterben. Aber es scheint so zu gehen. Und wenn ich sterbe, dann hole ich einfach den Seelenhaufen wieder. Da geht's gleich runter, ne? Ja, okay. Also merke, man kann im Wasser so lange sein, bis es irgendwo so eine Stelle gibt wie hier und den Boden einfach nicht mehr sieht. Es ist nicht so, dass man graduell runtergeht und dann ab einer gewissen Tiefe instant stirbt, warum auch immer. Das haben wir schon ganz gut gemacht. Ich hätte mir aber eigentlich irgendeine Art von Secret oder Kiste oder Loot oder so erwünscht, nachdem man die Viecher da umgebracht hat. Spammen wir hier die Wände mit A. Ah, ich kann den Boden hier nur schwer sehen. Ne, ist nichts. Und auch noch keine Nachrichten. Das hat damit zu tun, dass wir noch im Tutorial sind. Erst außerhalb des Tutorials fangen die ganzen Nachrichten auf dem Boden an. Wer steht denn da hinten? Achso, das ist nur ein Monster. Okay. So. Ihr seht auch oben, unsere Lebenspunktanzeige ist schon eingeschränkt. Also es ist noch sehr gut managebar, gerade als Fankämpfer, wo wir eh im Idealfall nicht getroffen werden sollten. Aber das wird halt mit jedem Tod mehr. Und wenn das dann irgendwann zu viel ist, benutzt man so eine Human Effigy, die wir noch nicht ausgerüstet haben, weil wir es auch nicht müssen. Und wir haben viel mehr Platz hier. Das ist sehr schön, sehr schön. Auch 4 Ringplätze. Das ist super. Also allgemein, ich liebe es, wenn man mehr Ausrüstungsslots hat. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht, hier beim zweiten Teil. Und hier könnten wir zum Beispiel Human Effigy noch unten reinpacken, aber weiß ich nicht. Ich glaube eher das hier, dass wir im Notfall nochmal zaubern können. Das wäre extrem praktisch. Aber gut, wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, alle Seitenräume hier abgeklappert.
alle Nebelwände durchschritten. Das heißt, wir können das Tutorial jetzt verlassen. Und wir kommen dann gleich in den Nexus des Spiels. Also die zentrale Anlaufstelle des Spiels. Und hier sind überall Nachrichten. Das müssten schon Spielernachrichten sein, oder? Visions of Rolling. Man kann nämlich nicht direkt schreiben. Try behind, by the way. Hurra for back. Was? Achso, das sollte eine anzügliche Nachricht sein. Man kann nämlich nicht einfach schreiben, du, hier ist ein Secret. Irgendwas in der Richtung, das geht nicht. Man kann nur in so kryptischen Satzhaufen arbeiten. Also wenn man eine Nachricht schreibt, dann kriegt man eine Vorlage. Und innerhalb dieser Vorlage kann man bestimmte Satzfragmente sich aussuchen. Zum Beispiel try, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreibst du try und dann hast du das Punkt, Punkt dahinter. Und dann kannst du in diesen Punkt, Punkt, Punkt was anderes reinsetzen. Du kannst es nicht schreiben, du kannst setzen aus einem vorgefertigten Set an Wörtern. Einem sehr eingeschränkten Set aus Wörtern. Und so versucht man dann halt mit diesen komischen Konstruktionen irgendeine Art von Satz zu konstruieren, die den Spielern auch weiterhilft. Was auch recht häufig funktioniert. Also es ist erstaunlich. Muss man manchmal ein bisschen grübeln, was gemeint sein könnte, aber wir sind hier alle Menschen. Und so schwer sind Menschen nicht zu verstehen. Das passt denn schon. Fertig. Es ist passend. Also hier ist eine unsichtbare Wand, deswegen passt man nicht durch, aber die Nachricht sagt halt, dass man dick ist und deswegen nicht durchpasst. Bisschen kindisch, aber trotzdem lustig. Frau vor uns, dann Alliierter. Ich glaube, es ist andersrum. Genau, es kam erst der Alliierte. Der Mann mit dem Schwert. Und dann kam hinten die Frau. Hallo, Alliierter. Have you business with me? The way you're under is all blocked up, you see. By this god-awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to put it there? Das ist keine Statue. I'm in quite the pickle now. Und er hier ist, glaube ich, das Äquivalent zu dem Zwiebelmann. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real life person was turned to stone, do you? Doch, genau das denke ich. Und er ist wieder Zwiebelmann, weil man trifft ihn immer wieder. Und zwar vor Stellen, wo er nicht weiterkommt. Und da muss man selbst als Held der Geschichte etwas tun und dann kann er weitermachen. Ja, und hier ist die besagte Statue. Und es ist definitiv eine versteinerte Person, weil niemand würde eine Statue in der Form an einen Schalter ranbauen. Also da müssen wir später wahrscheinlich mal vorsichtig sein. Was steht hier? Read Message. Schwäche Doppelpunkt Frau. 158 Wertung. Ja. Try Jump Attack. Nee, das ist ein Troll. Und die Türen müssen noch alle abgeschlossen sein. Oh, nee, sind sie nicht. Okay. Ich habe ein Problem, ich habe nämlich keine Zaubersprüche mehr. Wir ziehen uns mal taktisch zurück. Gehen weg und merken uns, dass hier hinten eine versteinerte Frau ist. Also sobald wir irgendwas haben zum Endstein, dann können wir da weitermachen. Und es sind zwei Türen da, die allerdings nirgendswohin weiterführen. Illusionary Wall Ahead ist eine Lüge. Wir können leider keine Daumen runter verteilen. Diese Schriftdinger auf dem Boden sind übrigens nicht nur ein netter Gag und teilweise auch eine Hilfe, sondern wenn man sie selber geschrieben hat und jemand anders wertet sie positiv, wird man geheilt. Ist nicht so super toll, aber schon nett. Ist ein nettes kleines Feature, wo man echt nichts gegen sagen kann. Außer, dass es im Bosskampf teilweise irritierend ist, wenn solche Nachrichten aufpoppen. Weil steht dann jedes Mal, deine Nachricht wurde gewertet, deine Nachricht wurde gewertet, deine Nachricht wurde gewertet. Das braucht man nicht unbedingt, wenn man riesigen Lavafäusten ausweicht oder dergleichen. So, und jetzt sind wir im Nexus, also in dem Hauptteil des Spiels, weil man immer wieder hier zurückkommt. Das ist die Stadt. Und in diese Stadt werden nach und nach fast alle NPCs verschoben. Das heißt, man muss nicht wahllos hin und her teleportieren, um zu jedem zu kommen, sondern die kommen alle hierher. Im Großteil jedenfalls. Und das ist sehr praktisch. Das heißt, hier kann man sich wirklich ausruhen, hier kann man mit den Leuten sprechen, man kann Sachen kaufen. Das finde ich sehr schön gelöst. Und sieht auch sehr schön aus hier. Aber erstmal dich aktivieren für neue Zaubersprüche.
und benutzen. Zaubersprüche einstellen. Können wir nur den und wir haben nur 30. Wir können am Leuchtfeuer nicht aufleveln. Das ist ein Unterschied. Aber dafür können wir schon instant teleportieren. Das hat bei Dark Souls 1 ja noch eine ganze Weile gedauert und ist hier sehr, sehr praktisch. Also man kann jederzeit woanders einfach sich hin teleportieren und da ein bisschen was versuchen. So, und hier unten ist jetzt ein Charakter, von dem ich nicht so wirklich weiß, was ich davon halten soll. Aber sprechen wir sie erstmal an. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Also, erstmal, sie kennt uns nicht. Sie weiß nur, dass wir ein Untoter sind. Go on and see the king. Was noch nicht schwer zu erraten ist. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Okay, also sie kennt uns nicht, sie weiß nur, dass wir ein Untoter sind, was auch nicht schwer zu erkennen ist. Und sie sagt sofort, dass sie auf ewig an unserer Seite bleiben wird. Bis unsere Hoffnung zerbricht. Das ist schon mal nicht sehr hoffnungsvoll. Um nicht gar zu sagen, deprimierend. Und trotzdem... Obwohl, warte mal, sie bleibt an unserer Seite, bis unsere Hoffnung zerbricht. Und wenn unsere Hoffnung zerbricht, geht sie. Was zur Hölle? Das ist keine nette Person. Ja, dann nächster Punkt, sie gibt uns eine Estusflasche, wie es der Ritter im ersten Teil gegeben hat. Woher auch immer sie die haben. Und ich muss bei ihr irgendwie an Guinevere denken. Also ja, sie ist keine 10 Meter groß. Aber sie hat für ihre Größe schon, ne, ordentliche. Und sie sieht vom Gesicht her auch ein bisschen ähnlich aus. Also kann es vielleicht irgendeine Abart von Guinevere sein, die uns auch in diesem Spiel, in diesem Leben, in dieser Inkarnation, was auch immer, versucht zu leiten. Also wir haben jetzt schon ihren Vater umgebracht und jetzt will sie, dass wir den nächsten umbringen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir bei ihr jetzt Stufenaufstiege machen. Bearer of the curse, for misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Ja, wir sollen schon wieder zum König. Vorher war es Gwyn, jetzt ist es Vendrick. Und wir sollen ihn schon wieder töten. Deswegen hatte ich ja auch am Ende des ersten Let's Plays theoretisiert, dass man in einem Kreislauf gefangen ist. Und dass New Game Plus auch zur Story gehört. Nämlich, dass man wieder neuer Held ist und dass man dann wieder loszieht, den König zu töten. Nur, dass es dann eigentlich nicht Gwyn ist, sondern der vorherige Held, den man im ersten Durchgang gespielt hat. Und so wird es hier auch sein. Wir werden jetzt wieder losziehen wahrscheinlich, einen König töten. Unter dem New Game Plus sind wir der König oder Königin oder was auch immer. Und dann müssen wir den wieder töten. Weil diese ganze Welt, diese ganze Dimension scheint in so einem Kreislauf gefangen zu sein. Immer wieder töten, sterben, mehr sterben. Mehr ist hier nicht. Und die ganze Welt drumherum, die ganzen Gebäude und was weiß ich, gehen nach und nach immer weiter kaputt. Ab und an werden vielleicht neue gebaut, aber auch die gehen dann wieder kaputt. Ist alles sehr, sehr düster. Oh gut, Level up. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me, so that hope will not fade away. Wir müssen ebenso wieder vier große Seelen sammeln. Das kennen wir ja auch schon irgendwo her, ne? Nur ist es diesmal nicht die Schlange, die uns dahin führt. Obwohl, die Schlange war ja auch nur ein Helfer von Guinevere. Also das ist Guinevere. Sie macht genau das gleiche wie vorher. Sie will, dass wir Könige töten und sie will große Seelen bekommen. Bearer of the seek soul, seek the lest this land swap. Ja, so. Das kann man übrigens so unterbrechen. Das werde ich auch jetzt ab sofort, weil sie hat momentan nichts Neues mehr zu sagen. So, wir würden gerne ein Level-Up machen. Und da hatten wir jetzt sehr, sehr viele Werte auf einen Blick. Was aber ganz praktisch ist, ist, dass halt, wie im ersten Teil auch, hervorgehoben wird, was welches Attribut beeinflusst. Wir sollten am Anfang dafür sorgen, dass wir mehr Sprüche sprechen können. Das wird nicht Int sein, sondern Attunement.
Nee. Da. Achso, ich war gerade beim Falschen. Attunement. Der ist hervorgehoben HP. HP ist aber bei allem hervorgehoben, weil egal was man steigert, man kriegt minimal Lebenspunkte dazu. Dann wurde noch Casting Speed erhöht, was auch tierisch wichtig ist, denke ich mal. Weil man muss später ja öfters auch recht schnell wieder Distanz vom Gegner bekommen. Und je schneller man zaubert, desto schneller kommt man auch wieder weg. Außerdem wird auch noch Agility erhöht, also die Laufgeschwindigkeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Also nur praktisch. Das zweite, was wir steigern sollen, ist halt Int. Steigert auch HP und Casting Speed. Aber dazu kommt noch magischer Bonus. Das heißt, wir machen mehr Schaden mit magischen Attacken. Und magische Verteidigung, Feuerverteidigung, Darkverteidigung. Also die beiden Sachen. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge. Also wahrscheinlich werde ich Attunement so hoch steigern, dass wir immer genug Slots haben für das aktuelle Gebiet, dass wir genug zaubern können. Danach dann Int, damit wir mehr Schaden machen können. Und zwischendurch Vigor, damit wir mehr Lebenspunkte haben. Also ja, im Idealfall sollten wir nicht getroffen werden, aber sobald ein Zeitpunkt kommt, wo uns irgendjemand one-hitten kann, also auch wenn es ein Boss schon kann, wenn uns ein Boss one-hitten kann, müssen wir Vigor steigern. Weil ich werde keinen Bosskampf machen wollen, wo ich niemals getroffen werde. Dafür müsste ich viel zu gut spielen können, das kann ich einfach nicht. Noch nicht zumindest. Also ja, das ist der Plan. Wir steigern Attunement. Da haben wir schon mal zwei Slots. Und wir steigern Int für mehr Schaden. Ja. Bestätigen. So, Seelen sind weg. Okay. Bye bye. Jetzt würde ich gerne zum Feuer und gucken, ob wir überhaupt den zweiten Spellslot nutzen können. Weil ich denke, wir müssen erst noch einen neuen Zauberspruch finden, bevor wir den reintun können. Also so Soul Arrows haben wir gerade nur einmal. Deswegen können wir es nicht in zwei Slots tun. Glaube ich. Gucken wir. Ne, geht nicht. Weil der schon verbraucht ist. Okay, das heißt, oberste Priorität, wir müssen neue Zaubersprüche finden. Das heißt, wir gucken uns erstmal hier in der Stadt um. Wir kamen von da. Wir können also da noch weiter. Wir können hier hoch noch zum Monument. Und hier sind mehrere Gebäude. Ich gehe erstmal zum Monument. Weil da treffen wir auf noch einen Charakter, den der ein oder andere kennen dürfte. Also entweder ihn oder eine Abart von ihm. Ich habe keine Ahnung, was das da jetzt sein soll. Denn der Original-NPC, auf den der da beruht, der ist eigentlich tot. Wir haben ihn umgebracht und das gehört zum Kanon, ihn umzubringen. Weil man ihn immer trifft in der Story. You're undead, aren't you? So dieselbe Stimme. You have that distinct scent. The smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. Oder mehr. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth, that's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. Also, es ist der Typ, den man auch in Dark Souls 1 am ersten Leuchtfeuer findet. 100 Pro. Es ist eine andere Inkarnation von ihm, neues Leben mit derselben Seele, aber es ist er. Niemand anders kann so depressiv sein. Was haben wir hier?
Seek the land of an ancient king in the Black Gulch deep below. Was sagt der Spieler? Tu es. Sinnlos? Fragezeichen? Nee, denke ich nicht. Black Gulch ist ein Gebiet. Und da soll man sich wohl genau umgucken. Und praise the sun, ja. Diese Nachricht werdet ihr an sehr, sehr, sehr vielen Stellen finden. Also, praise the sun oder praise the sun, Fragezeichen, wenn es tierisch dunkel ist. Irgendwas in der Abart findet man immer. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Ja, also genau wie sein Seelenvorgänger sitzt er einfach nur da und tut nichts. Sein Vorgänger war quest-stricken, war glaube ich das Wort. Also er hatte eine Quest und die hat er versagt oder misslungen, wie auch immer, und hat er danach einfach aufgegeben, mit allem. Und hat die Hoffnung absolut verloren und sitzt nur noch rum. Als wir im ersten Teil dann gewisse Sachen geschafft haben, von denen er dachte, dass sie niemals möglich waren, ist er losgezogen, weil er dachte, er hätte eine Chance. Und ist gestorben. Und ist jetzt hier gelandet. Ich bin mir irgendwie sicher, wenn wir in diesem Spiel jetzt später auch Dinge schaffen, von denen er nicht glaubt, dass sie schaffbar sind, wie zum Beispiel die vier großen Seelen zu finden, dass er hier dann auch loszieht und auch wieder sterben wird. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, dem ersten Covenant zu joinen. Covenants gab's auch in Dark Souls 1 schon, auch wenn sie für mich da nicht so im Vordergrund standen. Zum Beispiel waren wir ein Verfolger des Weißen Pfads am Anfang. Und danach haben wir Gwynnevere gefolgt. Es gab auch noch zwei, drei andere Stellen, wo man einem Covenant folgen wollte, aber die habe ich halt aus RP-Gründen nicht gemacht. Das wird hier anders sein. Talana kümmert sich ein Schmarrn darum, wem sie was verspricht und was auch immer. Sie nimmt halt das aus dem, was sie braucht, und wenn sie dann irgendwann rausgeschmissen wird, weil sie sich falsch verhält, dann ist das halt so und sie sucht sich was anderes. Deswegen werden wir diesem Weg jetzt folgen, einfach nur, weil er uns Schutz verspricht und keine Gegenleistung fordert. Und wenn wir doch rausfinden, dass er irgendwann eine Gegenleistung fordert, dann verlassen wir ihn einfach. Also absolut keine Bindungsprobleme. Und Entbindungsprobleme. Das klingt komisch. So, Blue Seal. Enter Covenant. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the Sentinels cradle you in their embrace. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Verflechtung von den Spielern. Also wenn wir jetzt den Ring anziehen, was ich auch gleich mal machen werde, und wir dann von anderen Spielern invasiert werden, also angegriffen werden im PvP, wir können quasi in unsere Welt kommen und uns angreifen, was garstig ist, dann können andere Spieler, die einem anderen Pfad folgen, uns zu Hilfe kommen, weil wir diesem Pfad folgen. Im späteren Spielverlauf können wir dann selber zu dem anderen, zu den Blue Sentinels werden und neuen Spielern helfen. Oder wir gehen zu den Bösen und greifen neue Spieler an. Und das finde ich einfach super. Also dass man halt nach und nach so an die verschiedenen Wege geführt wird und alles miteinander verflochten ist. Aber gut, jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Ich hoffe, euch hat der Einstieg soweit gefallen. Mir gefällt der Magier sehr gut. Und es läuft auch besser, als ich dachte. Ich habe mir halt gedacht, weil ich das Spiel schon... Hatte da eine Krone auf?
Okay. Ich dachte mir halt, weil ich das Spiel schon recht lange gespielt habe, dass es schwierig sein müsste, alles für mich mit neuen Augen zu sehen. Aber dem ist absolut nicht so. Gerade weil ich halt jetzt über einen Monat Pause zwischen hatte und Dark Souls 1 so lange gespielt habe. Deswegen habe ich jetzt sehr, sehr viele Ideen im Kopf, wie die Welt funktioniert und wie alles miteinander verknüpft ist, wie zum Beispiel der Depressive da oben und der Gwinnewehr-Verschnitt da unten. Und kann halt noch mehr theoretisieren und noch mehr Ideen zusammen friemeln, wie denn alles wirklich funktioniert und wie nicht. Also es macht sehr viel Spaß und ich hoffe euch auch. Also bis gleich.